Nein, das verstehe ich ganz und gar nicht. Ihr müsst der Wasserträger sein und ich will aus eurem Krug trinken. Habt ihr endlich verstanden? Es kümmert mich nicht, ob das hier ein Traum ist. Lasst mich sterben. Lasst mich einfach nur sterben, bitte. Ich soll euch töten? Ich bin doch kein Henker. Wofür seid ihr dann gut? Warum könnt ihr nicht einfach eine Maske aufsetzen und es nur einen Augenblick lang vortäuschen? Lügt mich einfach an, so an, wie ich mich angelogen habe. Warum könnt ihr das nicht tun? Schluchz, seufz, warum? Okay, was passiert, wenn ich den Hebel... Ihr hört, wie sich in der Ferne eine Türe öffnet. Okay, nehmen wir mal das Helmsymbol auch mit. Dieses hochwertig gefertigte heilige Symbol ist dem Gott Helm geweiht. Es stellt einen nach oben zeigenden Panzerhandschuh dar, an dessen Vorderseite sich das geöffnete Auge des Gottes befindet. Der Panzerhandschuh wurde aus dem besten Platin gefertigt, das weiße Auge aus Permut und die Pupille selbst besteht aus einem blauen Saphir. Wie kann ich helfen? Also ja, hier drin können wir nichts mehr machen. Die sind alle tot oder versteinert. Gewiss. In Ordnung. Und dann gucken wir mal in den südlichen Turm. Hallöchen, was ich kann. Den Türmer. Hast? Brauchst du mich? Schutz. Mehr Schutz. Worum handelt es sich? Kämpfen. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Sofort! Auf in den Sieg! Okay. Ihr hört, wie sich in der Ferne eine Tür öffnet. In Ordnung! Okay, dann speichern wir einen Quicksave mal. Gehen hier runter. Hier sind garantiert wieder neue Harpien irgendwo aufgetaucht, oder? Nö, scheinbar bis jetzt nicht. In Ordnung. Was passiert, wenn wir das Helmsymbol hier reinlegen? Was hat das jetzt genau gemacht? Achso, das hat eine Tür nach unten geöffnet. Woran hast du gedacht? Wenn es dein Wunsch ist? Okay, Krypten. Oh, große Krypten. Sag was sofort. In Ordnung. Aha. Einverstanden. Wie lautet deine Aufgabe? Okay, noch können wir heilen. Also werde ich erstmal Heilung benutzen. Weil man sieht ja, es tauchen immer wieder Harpien auf, wenn wir unser Gebäude verlassen. Jedenfalls in den Innenhof. Vita Mortis. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh, hier gibt es noch so eine Art... Es soll geschehen. Hinterbereich. Aber gehen wir erstmal in den Turm.
Und hier haben wir Harpien. Kann ich helfen? Ja. Noch mit mal mit einer Hast. Nicht so schnell, meine Schwestern. Harpienkönigin, bevor wir uns diesen höchst willkommenen Besucher gütig tun, würde ich gerne ihren Namen wissen. Also meine schmackhaften wandelnden Appetithäppchen, wollt ihr mir nicht verraten, wie er heißt? Mein Name ist Breno, ich hoffe, er gefällt euch, denn er wird der letzte sein, den ihr jemals hört. An dem Ort, an dem wir euch hinschicken, macht es keinen Unterschied, ob ihr unseren Namen kennt oder nicht, Hexe. Mein Name ist nicht von Bedeutung. Nehmen wir dir eins. Tapfer, was? Gut, ihr werdet eure Tapferkeit noch brauchen, wenn wir das Fleisch von euren zerfetzten Knochen nagen. Zerschmetterten Knochen nagen. Ich versichere euch, es wird lange dauern, bis ihr sterbt, aber ihr werdet sterben, das kann ich euch versichern. Schwestern? Dein Befehl? Ist etwas nicht in Ordnung? Mögen die Götter mich schützen! Euer Leben ist verwirrt! Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich höre. Sag, was du von mir willst. Okay, die ist garstig. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Und sie ist schwer zu treffen. Wie kann ich helfen? Gewiss. Oh, hier hat sich ein... Okay, was haben wir hier? Heiltränke. Also konzentrierte Heiltränke. Ein Ring und Schautox-Helm. Der Träger erhält plus 2 auf Intelligenz und minus 2 auf Charisma. Was trägst du eigentlich? Nee. Den Ring kann sie nicht identifizieren, okay. Dein Bild sofort. Ja, vorwärts. Kann es sein, dass wir in den Türmen jetzt sozusagen überall mit den Hebeln die Treppen aufmachen? Ring des größeren Widerstands. Aber weswegen können wir den nicht tragen? Ah ja, wegen ihrer Rüstung, okay. Das ist das, was ich immer so doof finde. Sag, was du von mir willst. Sofort. Weiter. So, wir haben die Harpienkönigin getötet. Ich muss mich bald ausruhen. Mal gucken, was haben wir hier noch drin? Krieg von Tyrannus. Wer seid ihr? Ich bin Brenuir. Glück auf, mein Freund. Wer seid ihr? Mein Name geht euch nichts an. Ich bin Brenuir. Kennt ihr den Weg aus dieser Edenruine? Wir sind hierher... Wie seid ihr hierher gekommen? Sprecht auf der Stelle oder ich werde euch töten. Nein, ich kenne keinen Weg nach draußen. Hubbard hat uns hierher gebracht. Ich werde euch Geist verraten. Ihr tätet gut daran, mich nicht zu verärgern. Hütet eure Zunge, denn wir werden sie herausschneiden. Nehmen wir die Eis. Ich bin Krieg von Tyrannos und das sind meine Gefährten. Wir suchen nach einem Weg aus dieser Burg. Wenn ihr uns nicht helft, werden wir euch töten und eure Gebeine in der Wüste verstreuen. War das klar aufgedrückt? Ausgedrückt? Jetzt passt mal auf, mein Freund. Wir wollen keinen Ärger. So klar wie das Wasser im Wasserfall des Einhornfelsens. Das heißt jedoch keineswegs, dass ich euch helfen werde. Wir haben nichts zu bereden. Wir wollen keinen Ärger. Ihr habt die Probleme schon gefunden, Schwächling. Adran Schillei tötet sie. Auch wenn sie nichts Wertvolles bei sich haben, können wir ihre Leichen wenigstens noch verwenden, um Fallen auszulösen. Spür
Ich bin sein. Müde. Wir müssen rasten. Wie kann ich hier gewiss? Mission! Wie soll das geschehen? Okay. Dein Befehl? Auf in den See! Ich brauch Alten. Ja? Ich schlag. Die Dämonen des Schlafes. Sag was du vorwärts. Rückzug. Ganz schnell Rückzug. Okay. Haben wir ein Autosave hier? Ja, haben wir. Hm. Wie kann ich helfen? Sofort. Ist etwas nicht in Ordnung? Okay. Einverstanden. Was passiert, wenn ich hier raste? Okay, da sind wir frei. Gut. Also, lassen wir den Turm erstmal. Ich will wissen, ob meine These stimmt. Dass er sie den anderen Türmen auch die, also wenigstens im oberen Turm, auch die Dings offen ist, die Falltür. Vorwärts! Und im unteren wenigstens. Gewiss! Nein. Hier ist nicht offen. Gewiss. Ist im Süden offen? Kann ja auch sein, dass die Spiegel verkehrt sind. Hm. Ah doch, hier ist eine offen. Es soll geschehen. Meister der Ver... Was macht denn der hier? Okay. Hi. Meister der Verlockung. Dem Mantel des wahren Helden dürfen nur jene tragen, deren Verstand ebenso scharf ist wie das beste Schwert. Beantwortet mein Rätsel und ihr seid der Erfüllung eures Schicksals einen Schritt näher gekommen. Aus den Elementen steige ich hervor und mein Geschenk bringt Liebe und Leid hervor. Meine Berührung ist heiß oder kalt, doch kein Mensch wird mich halten so bald. Nennt meinen Namen und ihr werdet belohnt werden. Das müsste Wind sein. Ihr habt richtig geantwortet. Die Belohnung ist euer. Gegenstand gewonnen, die Geschichte von Sir Gilles. Dieses vergibte Pergament, das bereits in den Kanten eingerissen ist, ist dennoch erstaunlich widerstandsfähig. Ja, es ist eine fast lederartige Oberfläche. Obwohl es in einer unbekannten Sprache geschrieben wurde, drehen und winden sich die Wörter auf der Stelle, als ihr sie überfliegt. Sie übersetzen sich vor eurem geistigen Auge selbst in die Gemeinsprache. Nur Hüters Ritter Sir Gilles wurde durch Areglas plötzlichen Sturmangriff nicht beeindruckt. Er war aufs Äußerste entschlossen, Fürst Maloradex Rückzug zu decken und wich keinen Zentimeter vor dem tobenden Unhütier zurück. Und da ist er diesem Augenblick die Nerven nicht verlor, erkannte er eine andere Möglichkeit, wie man den Drachen bezwingen konnte. Die Sonne stand hoch über ihm und er hielt seinen Streitkolben fest umklammert. Er ließ es zu, dass die Klauen des Drachen seinen Waffenrock zerfetzten und seinen glänzenden Brustpanzer enthüllten, der vom gleißenden Sonnenlicht getroffen wurde. Er hat seine Ausweichbewegungen auf das Manöver des Drachen so gut abgestimmt, dass der Angriff des Drachen nicht einmal seine Haut ritzte. Er drehte sich so, dass seine glänzende Rüstung das Sonnenlicht auffing und gleißende Sonnenstrahlen in das Auge des Drachen schickte. Das Untier war auf das plötzlich gleißende Licht nicht vorbereitet und schloss seine Augen. Die Wucht seines Sturmangriffs war unterbrochen worden. Gilles, der auch in der
Auch in dieser Situation seinen scharfen Verstand genutzt hatte, nutzte den Augenblick und ließ seinen mächtigen Streitkolben mit lautem Krachen auf Eriklasens Schädel niederfahren. So wurde an diesem Tag das erste Blut vergossen. Gut, schreiben wir das mal in unser Notizbuch. Wie kann ich vorwärts?